people might try and rob us. I'll kill them if they try. I'm not afraid. If we encounter men, you will stay out of it. Understand? But... You will stay out of it, boy. Speak no more of this. Ist bestimmt eine dicke Challenge hier mit Gegnern oder was nicht? Was ist das? Ach, das gibt bestimmt Rage, aber ich hab die voll. So, jetzt will ich aber... Was? This chest is locked with runic magic. Find? Was? Find and solve was? Was ist das? Okay, jetzt ist ein Ding ausgegangen. Nice. Okay, ich sehe noch eins. Verdammt. Ja, ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Au. Da muss man nur die Tour kap... Nein. Pfui, pfui. Nein, Kratos. Kein Moonwalk. Nein. Ja. Das war ja interessant, was du gemacht hast. Was hat er geleuchtet? Ah, nein. Ja. Give it to me. Oh, fucking course we're going to open that chest, boy. Haben wir doch niemals ganze Mühe hier umsonst. Oh mein Gott. Kick it. Was? Purple? Idun Apple. Legendary. Hey, you have collected one of three Idun Apples. Needed to increase your maximum health. Ich sag ja, das ist Zelda für PlayStation. Ehrlich, man zerstört Töpfe und man sammelt Herzhälften. Ich würde so gerne wissen, wie man das pronounced, ne? Idun Apples are the chosen food of the gods. Find the 9 total apples in the world in chest locked by magic. Every three you collect will increase your maximum health. Also 3 Stück. Ich glaube, da oben geht's weiter. Ich habe irgendwie, denn die wollten da ja hin, ne? Also, ihr wisst, was das bedeutet. Wir gehen zurück zur Tür. Und wenn wir jetzt halt hier auch ein bisschen exploren, ich finde, es ist auch ein bisschen, was zum Spiel dazugehört. Oder ist das nur ein Wandschrank mit Kleidung drin? Was? Odin's there. Even the world serpent. Oh, Thor must have smashed his head apart. See? But look. Sehe ich. Hrungnir's body squished him. Idiot. New Labor. Okay, es war doch so eine Art Wandschrank, nur mit einem anderen Teppich drin als erwartet. Sie haben also ihn aus Stein gefertigt. Dann war er in einem fetten Kampf. Da ist wahrscheinlich Thor oder Odin. Ich kann die Runen nicht lesen, ich kann das nicht. Nee, Odin ist der auf Sleipnir mit den sechs Füßen. Thor ist dahinter. Und da hat Thor ihn den Kopf zerschlagen und daraus ist ein kleiner Zwerg entsprungen, so wie es aussieht. Okay. Die Frage ist, wer hat diesen Krieger aus Stein gefertigt? Ah, ich finde das... Ich habe da schon wieder was leuchten sehen, aber for the sake of the Let's Play oder nach dem Eindruck, um möglichst viel vom Spiel zu sehen, machen wir jetzt einfach weiter. Aber da hat was geleuchtet, ich schwöre. Halt mal. Okay, der schwere Angriff ist einfach zu langsam. Das ist wirklich... Man kombot ein bisschen in sein Gesicht und dann kann man da... Jetzt ist er zu weit weg. Einmal noch. Das sieht kalt aus, Alter. Da ist die Truhe. Du wartest kurz. Wie viele Skillpunkte habe ich? Ups. Ich habe 394.
Kann ich damit irgendwie mehr Stun machen? In Sparta Range, press L1 to perform a dashing punch to the enemy. Press again repeatedly to deliver combat of rapid blows. What do we have here? Nicht zu teuer. While barehanded, invade, hold R forward to press or to prof. Okay. Ich hätte irgendwas gerne, was Stun erhöht. Ich hätte das so gern, so gern. Ich will die alte Stunnen am liebsten nochmal auf Video nehmen. Ich kann das jetzt nicht kaufen. Das habe ich ja schon. Der Rest kostet leider 500. Ich könnte natürlich in den Spartanus-Modus wechseln und einfach hoffen, dass wir an der so viel rumkrumsen. Oh! Arteros can perform variety of stun damage attacks when the enemies are near. Okay, wer weiß, vielleicht kriegen wir das hin. Ich schlage vor, ich gehe in den Spartakus-Modus, hätte ich beinahe gesagt, und wir schauen, ob wir sie gestunt bekommen. Oh oh, wir töten sie eher, als dass wir sie gestunt kriegen. Ey, das gibt's nicht. Die führt das so nach mit ihrem Angriff. Mann, ich hätte die so gerne gestunt. Scheiße. Wo ist denn der Kleine gerade? Verstehe ich nicht. Also du störst geringfügig, wenn ich versuche, deine Bitch da zusammenzuschlagen. Kannst du bitte deine Axt aus meinem Gesicht halten? Das ist echt ungehobeltes Pack, unglaublich. What is that over there, du kleiner Spacken? So, haben wir jetzt den Kleiderschrank schon aufgemacht oder nicht? Was speichert der eigentlich alles? Fein, ich komm nicht drauf, was hier so leuchtet, ey. Und dieses Geräusch macht mich wahnsinnig. Was ist das? Okay, ist einfach nur eine Verzierung, die schön aussieht. Da oben ist ein Eimer, Leute. Bis ganz nach unten. Aber der war sehr gut versteckt. Ich könnte mir vorstellen, dass da was ist. So weit ist das auch wieder nicht. Aber es gibt scheinbar doch. Die Kamera wollte nur nicht. Ich bin mir sicher, man wird die noch wegstarren. So ist das nicht. Man muss einfach nur. Irgendwann hat man da reingeskillt. Hör auf, dass man mehr Stun-Schaden verursacht mit seinen bloßen Fäusten. Also diese Eimer, die sind wirklich gut versteckt und scheinbar beinhalten sie nichts außergewöhnlich Wertvolles, aber ich schätze mal, dass die Ressourcen, also das Silber hier, schon ziemlich gut eingeteilt sind. Das Ding haben wir ja schon mal zerstört, ich denke, es bringt gar nichts. Ja, da jetzt nochmal gegen zu semmeln. Ja, der will uns bestimmt wieder nur den Weg zeigen. Ach ja. Der nun wieder. Ah, das macht sehr viel Schaden, aber es stunt sie nicht. Oh, ich habe eine neue Challenge für mich. Den dicken Stun. Oh Mann, wieso weichst du denn nicht aus? Wir hatten ihn fast. Jetzt nicht nachlassen. Nicht nachlassen. Och Mann. Oh nee, ist eine andere.
Das hat ihn nicht gefinisht, okay. Harter Hund. Kann ich auch. Oh, ausgewichen, na gut. Danke. Oh, so viel. Der ist weg. Und ihr auch. Der hat das echt überlebt. Wahnsinn. Die Witch hat davon ja richtig Schaden genommen. Bzz. War ich nicht. Er hat gerade ein Kompliment für ihn ausgesprochen. Das brauchen wir nicht. Wir sind full. Okay, an HP-Blasen mangelt es hier nicht. Also, wenn man stirbt, dann weil man zu viel rumexperimentiert. Aber sowas wie zu viel rumexperimentieren darf es auch nicht geben. So, wie kommt man jetzt da rein? Boy, kann ich den schmeißen? Komm mal her hier. Ich kann den Stepp gegen mich schmeißen. Was passiert, wenn ich ihn anlaufe? Kann ich ihn dann wie so ein Projektil? Schade. Mein Runic Power ist gleich wieder da. Okay, das kriegt die Wand auch nicht auf. Moment, da hinten ist eine Kette. Die da. Da ist wieder eine Truhe. Gott, die verarschen mich ja alle. Nee, nach unten ist kein Weg. Ich glaube aber, man kommt von oben. Ich könnte mir vorstellen, man kommt von der anderen Seite. Und geht dann da in diese Höhle rein. Gehen wir erstmal die andere große Truhe öffnen. Wer weiß, vielleicht schalten wir damit wieder eine neue Spielmechanik frei. Irgendeine Rune oder andere coole Sachen. Ich frage mich, ob man Attribute hier auch vergeben kann. Oder ob Kratos die durch... Ah, wie soll ich denn das jetzt verlangsamen? Will er denn nicht mal rüberlaufen? Na gut. Was er did. So kommt man hier so hin. You think it's safer out here? Schon wieder nur Stahl. Das heißt nur, wir werden damit wahrscheinlich unsere Axt updaten. Aber es sieht nicht so aus, als ob man hier es sieht eher nach Endgegner aus und deswegen hole ich mir jetzt noch ganz schnell den Rage-Blob von da hinten. Wahrscheinlich muss man irgendwo hier den Weg finden. Oh, das macht voll! Das gibt nicht so nur so ein bisschen. Das Ding macht voll. Geilomat, ey. Ja, es sieht wirklich so aus, als ob man von oben rankommen müsste. Diese Tür bietet auch wirklich... keinerlei Indizien, genauso wenig wie das Loch. Und da geht eben eine Brücke durch, ne? Von daher habe ich einfach die Hoffnung, dass man über diese Brücke dahin kommt. Da unten ist eine weitere Toilette. Wenn es ein Bosskampf ist, aktiviere ich Rage sofort, damit wir wieder Neues aufladen können. Aber vielleicht... Reaver. Jungs, ihr wisst, wer ich bin? Nein.
Das ist immer eine gute Idee, bei Kratos auf ein Opening zu warten. Die haben Magier bei sich? Wo denn? Ich höre Geräusche, aber ich sehe nicht da. Das ist immer der gleiche, oder was? Wird es nicht mal Zeit für eine Volleskalation? Oh, der hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Gut gemacht, Junge. Boah, sieht es echt, die Cutscene ist echt. Also es ist nicht mal eine Cutscene. Sieht super aus. Ja, nun nimm ihn doch in den Arm. Nun nimm ihn doch in den Arm. Ach Gottchen. Boah, die Riesenhände, mein Gott, die Daumen. Stehen die jetzt alle nochmal auf? Das wäre natürlich cool. Okay, Boys, get ready for round 2. Deswegen wollten sie mich am Leben lassen und das Fleisch lebendig von mir runterziehen. Ja, mit Handle meinen wir Hand. Du bist dran, keine Sorge, keine Sorge. Hier muss keiner anstehen. Einen Moment. Einen Moment. Geht los, der Nächste bitte. Da, ich hab dich gesehen, du bist ungeduldig, aber er war zuerst da. Steh bitte auf, ich kann sonst nicht auf dich einmoschen. Please. So, jetzt zu dir, mein ungeduldiger kleiner Freund. Du warst so hungrig vorhin. Baut sich das dann schneller auf, wenn man Leute gegen eine Wand ballert? Das kann er mir jetzt nicht mehr beantworten, fürchte ich. Das ist etwas, worauf wir achten sollten. Wer noch? Moment, hier ist noch so eine Monster Energy Drink. Es gibt Ruins. Ah, nichts leichter als das. Ich bin ein sogenannter Ruin-Experte. Genau da vorne geht es nämlich schon raus. The Chain. The Chain. Können wir ihn da hochschmeißen? Ah, da. Was war das? Da war was. Ah, na gut. Hier können wir ihn hochschmeißen, wie es aussieht. Er hat Angst. Ja, der hat Angst. Armer kleiner Bub. Ist natürlich keine Welt für kleine Kinder. Was war das hier für ein Kampf? Die Götter gegen die Riesen? Atreus. The Chain. The Chain. Right. You are in your head, boy. Let it go. He would have killed you. I know, I had to do it. I do know that, I just... And we will go home, boy. What? To give up this easily. So close to the start. Wait, no. I'm not giving up. I can do this. I just have to, you know, catch my breath. Come on up. I'm ready. So ein Kratos könnte doch auch locker da einfach mal so hochlupfen nach dem letzten Kampf. Aber gut. Kann man ihn noch mal kurz in den Arm nehmen? Den Kopf zerzausen? Ne? Okay, hat er nicht. Ey, boy, geh doch mal da durch. Ich glaube, da ist noch Loot. Oh, Mano. Mano.
so gern Loot gehabt. Na gut, gehen wir weiter. Hat da gerade ein Bär gefurzt? Was ist das denn da oben schon wieder? Das ist doch was. Irgendwas ist das doch. Der Kleine schmolzt. Na gut, ein bisschen noch. Ein kleines bisschen noch. Listen to me. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. I understand. Wo ist das Ding? Das hat nichts gebracht. The Face of Magic. New Artifact Set. Ich glaube, das ist ein NPC, der da Krach macht. Vielleicht sogar der Schmied. Broke, hatten wir das nicht in der Ladezeit gelesen, dass das der Schmied ist? Oh, der Kleine tut mir so leid. Ich will ihn, so gern den Kopf zerzausen. Ah. Hallo, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Kratos. Lass mich unter die Haube gucken. Zwinker, zwinker. Er könnte auch Techno-DJ sein. What you waiting for? Come on, let's go! Das ist ein Zwerg. It's because she's scared of something in the trees over there. There's what now? Father, throw your axe at those trees on the other side of the bridge. The ones with the white trunks. Ja, würde ich gerne. Danke. Ich konnte es eben nicht. You are right. Say, you must be smart or something, boy. You're a boy, aren't you? Ha! Does she have a name? I don't know. Rude bastard ain't ever asked mine, so ain't ever asked hers. What's yours? Brock. Vera Logan. Say, you're not gonna believe me, but that axe you got. Er ist der Schmied. It was me what made her. Me and my brother. Haha. One of our best. So don't let nobody else go work on her except for us two. You gotta handle her special, or she'll wreck beyond fixing. I can enhance her for you right now if it so pleases you, son of a bitch. So what say you? You are right. I do not believe you. Come, boy. There's a rune in the shape of a fork under the grip. Hat er bestimmt noch nie gesehen. My brother and me before we split. I got half of it right here, see? Look, you want I should upgrade her or not? Very well. I expect an improvement. Der wollte ihm echt die Axt in die Hand drücken. All my dumb brothers got it.
but I got all the talent. Look! Let's get you squared away then. Okay, sehr schön, dass wir das noch im Let's Play erleben dürfen. Welcome to a Dwarven Shop. From here you can upgrade equipment you already own or craft entirely new equipment. Das klingt toll. Brooke has given you a frozen flame, a rare resource. Resources found in the world can be used to craft and upgrade your equipment. Press X to select the Leviathan X. Kratos equipment has power levels and stats. Upgrading the X level is level it up and increases strength, which contributes to Kratos' overall power level and status. Kratos' power level and stats are displayed here. Press to show description. I know already. Runic attack damage can be increased by increasing runic. Runic attack cooldown can be reduced by increasing cooldown. Each stat has different gameplay benefits. Press to hide. When upgrading an item, the power level and stat gained will be displayed. Oha, gleich um 20. On the item card and also reflecting on Kratos' status table. Upgrading a weapon permanently increases the status. Other items must be equipped to influence Kratos' status. Resources required to upgrade an item are displayed at the bottom of the item card. Hold to upgrade Leviathan X. Na gut. Stärke gleich das Fünffache. Aber natürlich werden die Gegner mitskalieren. Upgrade our Leviathan X. Successful new skills are now available in the skill tab. Und wir brauchen eine weitere Frozen Flame. Okay. The axe is now at level 2. Find another frozen flame to upgrade it further. Upgrading your weapon unlocks new skills to purchase. Visit the skill tab in the pause menu to purchase them. Press Kreis to go to the craft menu where you can choose new craft recipes. Ich möchte gerne eigentlich den Bogen von dem kleinen Bub. Talon Bow. Oh, das ist das neue Aussehen. Manu, ich mochte das alte Aussehen total gern. Das sah zumindest aus wie ein richtiger Bogen. Aber gut. Manu, doof. Doof. Upgrade the Talon Bow. Successful new skills are available. Der Kleine hat so einen süßen Dackelblick. Chest Armor. Oha. Reaver Tunic, Boar Hide Shoulder Guard. Das ist mehr so nach Kratos. Man muss schließlich immer einen Nippel draußen haben. Fragt mal die Overwatch-Entwickler. Strength und Defense. Und das Ding hat einfach ziemlich hohe Defense. Aber kann ich denn mein Shit nicht updaten? Ja, nee. Buy, sell. Buy, 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 baby, hat nix. Lost Item. Nix. Sell Artefaktos. Lust. Oh, das ist aber viel Geld wert. Die Maske auch. Hm. Und wie sieht der Kleine aus? Oh, das ist niedlich. Okay. Healthstone Assistant. Atheos will sometimes find Healthstones when Kratos is injured. Enemies choked by Atheos will take increased damage. Enemies in the air take increased damage. So funktioniert das also. Und alles, was wir an Soft Steel gefunden haben, ist halt für den Kleinen. Und Gradöns ist eben nur Geld, wie es aussieht. Im Moment zumindest. Man kann Kratos nicht rotieren, aber ich kann damit leben. Viereck. Reinforced Boiled Leather Armor. Not very comfortable, but slightly increased strength. Und kann ich das jetzt upgraden? Chest Armor, Bohrheit. Ja, kann ich. Und dann brauche ich auch wieder den Soft Steel. Und Strength erhöht sich und Defense erhöht sich. Interessant. Ich möchte natürlich eine Armor mit Luck, weil ich voll auf Erfahrungspunkte stehe.
Aber das soll's erstmal gewesen sein. Wir machen weiter hier mit der Cutscene. Jetzt sieht der Damage auch schon ganz anders aus. Ich werde beschossen. Kannst du mich bitte beiseite? Danke. Links, rechts. Ey, nicht den. Den kann man nicht blocken. Von dem Zwergen kritisiert zu werden, ist keine Schande. Ah, fast. Na gut, wo wir schon hier sind, können wir auch die Truhe aufheben. You fight until I say stop or we are dead. Understand? Pull your weight or we go home. I understand. Good then. Wait, we're back here again. Gut, jetzt haben wir auch diese Truhe aufgemacht. Ich will noch einmal mit dem Zwerg reden, gucken, ob wir. Es geht nicht schneller klettern. Er benutzt nicht mal seine Beine, Alter. Er hat einfach die Fleischkanonen als Hände. Und das Ding sah eben aus wie so ein bisschen Truhe, finde ich. Ob man dem Zwerg dann immer wieder auf der Reise begegnet? Ich will quatschen. Fuck else. Because I ain't in a working relationship with that footlicker no more. I wasn't about to let him use it without me, and he likewise. Only thing to do was put the brand 50-50 down the middle. Guess it was the last thing we saw eye to eye on. What? You want a hug? Hit the road. Yeah. Sorry. Nee, gib mir einen Hack. Be careful out there, you two. The roads are teeming with more than usual compliment of dead assholes lately. You've noticed. Any idea where they're coming from? Maybe they ran out of rooms in hell. Or could be Odin stirring up trouble again. Or maybe they all got lost. Why don't you ask one while he's chewing your face off? We'll just be careful. Thought so. We will be extra careful. Ha ha ha. So. Wieder zwei offene Wege. Wieder eine Maske und da geht's irgendwie runter. Wir können aber nicht nach unten, so wie es aussieht. Also ich konnte da jetzt eben mit Kratos nicht runterspringen oder so. Gut, meine Freunde, ich denke für God of War Ersteindruck soll es das auch wirklich erstmal gewesen sein. Ich glaube, wir haben jetzt alle so einen guten Eindruck gekriegt. 2 Stunden knapp aufgezeichnet im Spiel. Ich glaube, damit kann man schon was anfangen. Könnt ihr euch schon mal eine ungefähre Meinung bilden? Ja, für mich ist das, es ist halt ein Zelda in Erwachsen mit guter Story und es hat ein bisschen was von Darksiders, dem zweiten Teil, finde ich. Das hat ja auch so Elemente drin. Ähnlich wie dieses Spiel. Ich würde wirklich, wirklich, wirklich gerne diese Tür da unten öffnen. Aber ich komme da einfach nicht hin. Und dahinter liegt Health. Es könnte sein, dass das die Arena ist, in der wir gekämpft haben. Wait a second. Ja, wir sind über die Brücke gekommen und sind da rein und sie ist hinter uns zugefallen. Könnte sein, dass es sich lohnt, jetzt nochmal zurückzugehen, um einfach herauszufinden, ob sich da was Neues freigeschaltet hat. Denn schließlich haben wir ja diesen Weg freigeschaltet und könnten dann die Tür wieder öffnen.
Aber das wäre natürlich krass, wenn da jetzt wirklich etwas Neues sein würde. Würde das bedeuten, dass Backtracking in diesem Spiel massiv belohnt? Warum sonst sollte man eine Abkürzung hierher finden? Lautet meine Frage an euch. Ich meine, vielleicht sind die auch zu Untoten geworden, weil sie an untoten Fleisch gekaut haben. Of course we can. Da hat schon wieder was geleuchtet. Ich hatte gedacht, hier ist vielleicht etwas Neues, aber wer weiß, unter Umständen übersehe ich auch andere Markierungen, die, wie zum Beispiel da oben. Wer weiß, ob man dahin kann. Ich weiß es im Moment nicht. Aber wie ich sagen wollte, es reicht für einen Eindruck des Spiels, so dass sich jeder selbst überlegen kann, gefällt es mir nicht, mir gefällt es, ich find's gut. Ich find's mehr als gut. Na, komm schon. Ich glaube, das wird ein richtig tolles Singleplayer-Rollenspiel, wo man auch gerne noch ein zweites Mal durchrennt in so einer Art New Game vielleicht, New Game Plus, so. Mit all den Skills, mit einer höheren Herausforderung. Viel zu entdecken. Es ist linear. Jein. Guck mal, da ist etwas, das wir vorhin übersehen haben sogar, ne? Kann das sein? Seht ihr das? Da vorne waren wir zwar, aber wir waren nicht vollständig dort. Linear hin oder her, es gibt trotzdem ziemlich viel zu entdecken. Wir haben nur diesen Spinner gelootet, aber hier war tatsächlich noch mehr. Continue towards the mountains. Ist das unser Rückweg? Wir sind hier runter, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir... Ich weiß nicht mehr ganz ehrlich, von wo wir gekommen sind, aber Kratos hat auf jeden Fall so ein Ding hochgehoben. Der alte Crater. Na gut, dann ist das vielleicht doch der Weg, von dem wir gekommen sind. Aber schön, dass man hier so viel exploren kann. Das ist wirklich, freut mich immens. Und bis jetzt habe ich nur wenige Sachen im Kopf, die ich übersehen habe. Und scheinbar kann man auch zurückkehren. Eventuell wird es später auch eine Möglichkeit für Fast Travel geben. Eine letzte Sache, die mir nicht gefallen hat, das waren die 100 Odin-Augen. Die grüne Krähe, die wir platt gemacht haben, das sind häufig relativ, es klingt gemein, es ist wirklich, wirklich nicht schlimm. Es ist ein Erbschen. Es wird einfach nur häufig dazu benutzt, um die Spieldauer künstlich zu verlängern. Aber es macht mir nichts aus, denn qualitativ ist das Spiel wirklich auf einem ganz anderen Niveau. Und ich glaube... Wir alle senden eine gute Botschaft, wenn wir solche guten Singleplayer-Rollenspiele auch einfach kaufen. Das schmiert man nochmal einfach eine Handvoll Scheiße ins Gesicht von EA. Ne, so richtig so. Guck mal hier, Singleplayer-Rollenspiel. Kein Multiplayer drin. Voll geil. Wird gekauft wie blöd. Einfach nur, damit die so ein bisschen ihre Lektion lernen. Gut, mit diesen Worten will ich es auch sein lassen. Ich freue mich schon, da weiterzugehen, aber ich denke, ich mache gleich noch eine Runde Monster Hunter, solange das Event läuft. Allerdings will ich auch wirklich unbedingt weiterspielen. Ah, jetzt bin ich in der Falle und so viel Zeit für beides habe ich nicht. Ich muss mich gleich entscheiden. Also meine Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut alle zusammen. Ciao, ciao.